Herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge von Anno 1503. Das war gerade ein Ruckler, ich habe schon gedacht, das Spiel wäre abgestürzt. Ja, beim letzten Mal haben wir hier schon einiges, für meine Verhältnisse für ein neues Spiel einiges erreicht. Wir haben zumindest das Grundgerüst eines Dorfes schon mal aufgebaut, sind aber noch irgendwie ziemlich in den Miesen. 134 in den Miesen, um genau zu sein. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen noch ausbauen. Was wir aber relativ problemlos, denke ich, machen können, denn unsere Infrastruktur steht eigentlich im Moment ganz gut, sagte er. Ich hoffe mal, das ist auch wirklich so und das ist jetzt nicht nur eine Einbildung. Ich weiß, dass ich gerade das Haus da falsch gebaut habe. Das war keine Absicht und ich werde es trotzdem jetzt so stehen lassen, weil ich kein Baumaterial verschwenden will. So, ich baue jetzt hier einfach mal so ein paar Häuser dazu. Was fehlt uns? Wir haben was nicht? Wahrscheinlich kein Holz, oder? Ah, da unten sehe ich es. Jetzt habe ich auch das Rohstoffmenü gesehen. Nein, wir haben kein Holz. Was ist hier los? Warum ist das... Warum kann ich das nicht anklicken? Warum kann ich die Holzhütte nicht anklicken? So. Da ist Holz drin, aber wir haben im Moment wahrscheinlich zu viel verbraucht einfach. Und das ist noch nicht alles abgeholt. Der geht jetzt gerade und holt Holz ab. 2 Tonnen. Naja, nicht super viel. Diese 8% irritieren mich ein bisschen. Ah, wir haben das jetzt gerade... Ah, okay, das geht hier schon... Das gibt's schon bei dem alten Spiel? Okay, interessant. Diese Aufforstfunktion, ich dachte, das gab's erst bei einem neuen. Und jetzt auf einmal gibt's das hier schon. Da bin ich jetzt gerade wirklich überrascht. Gut, die Effizienz ist jetzt total runter, weil es lagervoll ist. Das ist klar. Sobald die nächste Marktkarre kommt und das abholt, müsste die wieder hochschnellen. Hoffe ich mal. Na los, ich will's jetzt sehen, dass da einer kommt und abholt. Na los, wo bleibt denn die Marktkarre? Jetzt, wo ich drauf warte, kommt natürlich keine, ist klar. Na gut, scheißegal, ich hoffe, das funktioniert. Hier machen wir dann jetzt mal... Ah, geht gar nicht, wir sind bei 93%, das Ding ist voll ausgelastet, alles toll. Der Gerber macht auch das, was er soll. Das läuft auch ganz gut, auch wenn das nicht wirklich ausgelastet ist. Ich brauche mehr Wolle, sehe ich gerade. Ich bräuchte also noch eine Schäferhütte. Eine Schaffarm. Die könnte ich jetzt theoretisch direkt hier dran bauen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch erstmal einmal probeweise machen. Mal gucken, wie effizient das jetzt läuft. Auch wenn wir hier so ein Teil im Wasser haben und so. Ich bin mal gespannt, also von dem Einflussradius. Ich bin mal gespannt, was das bringt. Können wir mal diesen Quatsch hier ausblenden? Das nervt mich gerade. Ich will diese Infos gerade nicht sehen. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, ich will mich gerade nicht spoilern lassen, so wirklich, wie ich hier was machen soll. Ich will es wirklich selber rausfinden, weil ich finde, das macht einfach wesentlich mehr Spaß. Mach den Mist weg! Lässt sich nicht immer wegklicken, der Mist. Da kommt immer noch mehr dazu. Ah! Egal, ich ignoriere das da unten. Wir haben erst 5 Tonnen Holz. Wo bleibt denn unser ganzes Holz? Verbraucht das irgendwer? Nicht, dass ich wüsste. Ja gut, wir haben jetzt auch nur 2 Hütten hier stehen, aber irgendwie wird die auch nicht abgeholt. Ist die außerhalb des Radius oder was? Eigentlich nicht. Da soll jetzt gefälligst mal eine Karre hingehen und das abholen. Der hier wird abgeholt, der funktioniert auch. Aber der irgendwie nicht. Der blinkt hier lustig vor sich hin, dass er voll ist, dass er abgeholt werden will, aber es kommt keiner. Kann es sein, dass der Feldweg da nicht richtig angeschlossen ist? Dass da deswegen keiner hingeht? Eigentlich ja nicht. Ich mach da jetzt mal... Obwohl, das doch, das kann sein. Ich erinnere mich da dunkel, dass bei diesem Spiel wirklich es noch so Kleinigkeiten gab, dass die Gebäude nicht von allen Seiten betreten werden können. Und wenn man den Weg nicht richtig anschließt, ich glaube, das ist auch das, was da so blinkt. Kann das sein, dass ich da den Weg anschließen muss? Irgendwie? Ja, jetzt geht da wer hin. Ah, nee, hat funktioniert. Alles klar. Okay, dann kann ich das hier wieder wegmachen. Jetzt funktioniert's. Da war was. Man konnte wirklich die Gebäude damals nicht von allen Seiten einfach so betreten, wie es bei dem neuen ist. Und ja, das führt dann zu Problemen. Da steht's auch dran, seht ihr? Genau, da sind die Pfeile. Von da und von da kann man es betreten. Und unser Feldweg ging, glaube ich, nach da oder nach da. Auf jeden Fall. Also genau unten rechts auf die Ecke, wo halt kein Eingang ist. Da war was. So, jetzt haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr Holz. Wie sieht's jetzt bilanzmäßig aus? Ah, besser, aber noch nicht gut. Okay.
Wir haben 64 insgesamt. Wir brauchen 125 oder irgendwie sowas, damit wir die Kapelle bauen können. Ja, 125. Das heißt, ausbauen. Ausbauen, Haus bauen, was auch immer ihr verstehen wolltet, beides ist richtig. Ein Wirtshaus kann gebaut werden. Ah, ein Wirtshaus kriegen wir auch schon. Das ist doch schön. Dann gucken wir mal. Und das war auch diese gute alte Anno-Stimme. Die habe ich auch schon ein wenig vermisst. Was fehlt uns dafür? Wir brauchen dafür noch 8 Tonnen Holz. Ja gut, das könnte jetzt eine Sekunde dauern, aber das sollten wir hinkriegen. Wie sieht's mit unserer Nahrung aus? Haben wir davon noch genug? Moment, wo ist das? Da ist das. Das sieht genauso aus. Das ist total blöd. Nahrung. Da. Nahrung haben wir, glaube ich, im Moment noch genug. Sieht so aus. Ich weiß nicht, was diese zwei Balken heißen sollen. Dieser orange und dieser nicht ganz volle rote. Könnte sein, dass das die in Anführungszeichen Auslastung ist. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht sicher. Haben wir jetzt schon Holz? Nee, uns fehlen noch 2 Tonnen Holz. Macht mal schneller hier! Wäre das irgendwie ein anderes Anno, hätte ich hier schon einen riesen Klops von Holzproduktion in die Ecke gepflastert mit einem Markthaus in der Mitte und hätte dieses Problem nicht. Hier will ich das jetzt eigentlich gerade vermeiden. Was macht eigentlich unser Scout? Hab ich ganz vergessen, den haben wir ja auch losgeschickt. Scout entlassen? Nein. Was haben wir noch? Markthaus errichten? Nein. Du sollst... Mache mich auf den Los! Weg, ah! Es gibt Erz auf dieser Insel. Ach! Aha! Jetzt hat er es gefunden. So, was für Erz? Ja, es gibt Erz auf dieser Insel. Was für Erz? Oder ist das egal? Ist Erz hier Erz? Kann das sein? Gut, wir hatten noch andere Berge. Wo können wir ihn denn noch hinschicken? Hier ist nichts. Ich laufe hier gerade mal so zum ersten Mal wirklich über diese Insel. Schicken wir ihn mal nach da oben. Na los! Läuft er? Läuft er? Läuft er nicht? Bin mir nicht sicher. Nein, er steht da dumm rum. Ja, mein König. Lauf! Wo war das Gebirge? Wo war das Gebirge? Irgendwo hier oben. Warum suche ich eigentlich nicht raus? Ist eine gute Frage, ne? Wir erwarten euren Befehl. Setze mich in Bewegung, mein König. So. Jetzt schicken wir ihn nach da. Haben wir noch mehr Gebirge? Da haben wir noch ein kleines. Da haben wir noch eine Riesengebirgskette. Das ist noch genial. Hier können wir wunderschön Industrie reinpflanzen in die Ecke. Ah, das könnte lustig werden. Und wir sind direkt daneben mit unserem Dorf. Okay, vielleicht müssen wir das dann sogar umziehen lassen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Oh, ein Händler. Das erste Mal, dass ein Händler hier ankommt. Hoffentlich hat er uns... Ja, Werkzeug ist voll. Wunderbar. Das hat doch auch schon mal funktioniert. So, was willst du denn? Nahrung ist voll. Warum? Warum holt das keiner ab? Das muss doch einer abholen, sonst wird doch die Gerberei hier nichts machen. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall genug Holz. Das heißt, wir können das Wirtshaus, den Gastwirt oder wie auch immer das Ding nochmal hieß, das Wirtshaus, genau, können wir jetzt bauen. Wirtshaus haben wir schon mal. Kapelle geht noch nicht, kommt später. Habt ihr denn alle das, was ihr braucht? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, die Dinger hier hinzustellen. Es kommen, glaube ich, alle dahin. Ja. Ach, die laufen noch zwischen den Häusern durch. Ach, sehr schön. Das ist doch schon mal sehr schön, dass die auch zwischen den Häusern herlaufen und nicht zwangsläufig wirklich die Straßen brauchen. Das ist schon mal gut. Ich werde trotzdem welche bauen, weil ich irgendwie so die Befürchtung habe, dass sonst wie bei dem alten Anno-Orf einfach die ganze... Ich sag immer bei dem alten, das hier ist sogar älter. Wie sonst bei dem 1600er Anno auf einmal dann die ganze Insel in Flammen steht oder so, weil irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist. Eine Straße muss das nicht zwangsläufig verhindern, aber zumindest habe ich eine Chance. So, was bauen wir denn als nächstes? Wie sieht es denn überhaupt mit unserer Wolle hier aus, mit unseren Stoffen? 81%, das sieht doch schon viel besser aus. Du bist 84% effizient, du bist 100% effizient. Oh, da kann ich aber mit leben, dafür, dass hier so ein ganz ziemlich großes Stück vom Land fehlt. Ist das echt gut. Der ist jetzt auch wieder fleißig dabei, das ist sehr schön. Die arbeiten auch beide. Ist mein Scout mittlerweile da eingetroffen? Ich sehe ihn noch nicht. Ist er hier? Ach, da steht er. Womit kann ich dienen? Geh gucken, ob da was ist. Wurde gefunden. Ah, noch eine Erzader. Sehr schön. Ausgezoomt. Dann war hier hinten noch irgendwo so ein Ding. Da. Na los, warum läufst du nicht? Und wir gehorchen. So. Geht doch. Ich stelle ihn jetzt mal hier auf die Lichtung. Hoffe ich. Na, läuft er? Hat er das verstanden? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe mal, er läuft da jetzt hin, weil da finde ich ihn dann wenigstens wieder.
So. Jo, ich bin jetzt gerade so leicht überfordert, was ich als nächstes machen will. Eigentlich möchte ich noch so weit aus... Boah, da war jetzt gerade wieder ein Ruckler. Ich möchte eigentlich noch so weit ausbauen, dass ich zumindest die Kapelle schon mal bauen kann. Und ich ärgere mich jetzt schon über dieses unorganisierte Dorf. Das geht eigentlich gar nicht. Das widerspricht so allem, was ich sonst immer in Anno baue. Na gut, immerhin lasse ich hier... Ah, wunderbar, jetzt kann ich die Kapelle bauen. Immerhin lasse ich hier immer noch diese zweistreifige Häuserschluchten und dazwischen kommt immer eine Straße. Daran halte ich mich wenigstens, aber es ist trotzdem nicht so symmetrisch, wie ich es sonst immer habe. Und das stört mich. Ich weiß, das ist Platzverschwendung, vielleicht bauen wir da irgendwann noch so andere Marktstände oder sowas hin, aber erstmal bleibt das jetzt so. Ich wollte die komische Kapelle, da ist sie. Ich würde die gerne drehen, geht das? Ah, das ist noch, oh, das ist noch so schön, wie bei den alten halt immer schon war, dass man mit der Tastatur die drehen kann, vernünftig. Und das Default, ohne dass man es irgendwie einstellen muss. Ha! Könnt ihr euch was abschneiden bei dem neuen Anno. So, jetzt rennen erstmal alle in die Kapelle. Jetzt stapeln sich da erstmal 120 Leute in dieser kleinen Kapelle mit vier Fensterchen. Naja, sollen sie, ist mir egal. Bilanztechnisch sind wir noch mieser dran als vorher. Das ist ja schon mal ein Achievement, das muss man erstmal hinkriegen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Häuser. Haben wir genug Holz? Natürlich, ja, im Moment sogar wirklich ein bisschen, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie noch vernünftig ausgebaut kriege. Hier darf ich nicht zu nah rankommen, weil sonst baue ich da unserer... Ich glaube, der war schon zu nah. Sonst baue ich unserer Holzhütte nämlich die Baumstämme ab. Ich glaube, da lasse ich noch einen Platz zwischen, damit wir da eine Straße zwischenbauen können. Na. Es ist echt schwierig, teilweise hier in der Perspektive zu bauen. Ich würde jetzt lieber von ein bisschen weiter oben runter gucken, aber das funktioniert nicht. So, da lasse ich auch wieder einen Platz zwischen. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Na, war ja klar. Mich ehrlich gesagt schon gewundert, dass wir so weit gekommen sind. Warum kann ich da nicht weiterbauen? Och nö, da habe ich um einen... Och nee, scheiße, jetzt kann ich die auch noch abreißen. Fuck. Ja, normalerweise würde ich das jetzt aus Holzspargründen nicht machen, aber das stört meine Symmetrie so sehr, das geht nicht. So. So können wir das lassen. Ich brauche mehr Holz. Das macht mich wahnsinnig, dass ich hier nicht genug Holz habe zum Bauen. Da. So, ich baue jetzt hier einfach mal noch welche hin. Ist mir egal, ob ich die nachher wieder abreiße oder so, aber erstmal will ich jetzt hier ein bisschen mehr Holz haben. Damit wir wenigstens vernünftig bauen können, ohne dass wir ständig gucken müssen, ob alles funktioniert oder nicht. Die müssen wir gleich noch aufforsten, das ist klar. Und zwar alle. Zum Glück wachsen die Bäume hier ja schnell, die brauchen ja nicht irgendwie 100 Jahre zum Wachsen, das ist ja immer mit einem Klick erledigt und dann sind die innerhalb von ein paar Minuten fertig. Das ist so ein Feature, was ich mir eigentlich bei Anno immer gewünscht habe, was immer irgendwie Siedler-exklusiv war, dass man wirklich Gebäude halt in Auftrag gibt und dann da so ein kleiner Handwerker hinmarschiert oder auch mehrere und das dann halt langsam aufgebaut wird, dass es eine Weile dauert, bis so ein Gebäude mal fertig ist und nicht, dass man es baut und es ist da. Es dauert zwar, bis Leute einziehen, aber es ist halt sofort da. Das ist ein bisschen doof bei Anno, aber macht auch so ein bisschen halt den Charakter von Anno aus. Weil, wie gesagt, bei Siedler ist es halt anders. Da hast du dann wirklich, musst du drauf warten. Das kam ja so ein bisschen mit rein mit dem, wie war das, mit dem Kaiserdom und so, wie der ins Spiel implementiert wurde. Da musste man ja dann schließlich zumindest einzelne Stages bauen und musste dann halt das Material dafür erstmal haben. Hat dann eine ganze Weile gedauert, bis die Stufe fertig war. Man hat zwar keine Aufbauanimation in dem Sinne gesehen, dass man sieht, was weiß ich, nach ein paar Minuten kommt eine, baut sich da ein Teil hin und da ein Teil hin, sondern man hatte drei Stufen und das war's. Aber es war ein Schritt in die Richtung, die ich meinte. Das war richtig gut. Das hätte ich auch ganz gerne weiter bei den neuen Annos gesehen, aber zum Beispiel bei dem neuen 2205 gab es das dann auch nicht mehr. Wobei, meine Meinung zu 2205 ist ja sowieso eine etwas andere. Jeder, der so mein LP gesehen hat dazu und meine Meinung dazu gehört hat, oder auch das LP, was ich mit Terragi zusammengespielt habe über 2070 oder 1404, wir haben in beiden, glaube ich, drüber gesprochen, was wir uns vom neuen Anno wünschen und was dann schließlich daraus geworden ist und ganz ehrlich... Ich bin nicht wirklich begeistert davon und da mache ich auch keinen Hehl draus.
Es ist nicht schlecht, keine Frage, aber es ist definitiv nicht so gut wie seine Vorgänger. Meiner Meinung nach. Und es würde mich auch sehr, sehr interessieren, gerade das wird auch mit dieser Serie, die ich jetzt hier so ein bisschen plane, sehr gut zusammenpassen. Denn ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mit dem 1503er anfangen und dann irgendwann auf das 1602 gehen, wo ich mich schon persönlich sehr drauf freue. Wie gesagt, war das erste Anno, was ich hier gespielt habe. Da freue ich mich sehr drauf und dann mal gucken, wie weit wir dann kommen, ob wir dann wirklich Stück für Stück alle Annos mal einmal anspielen, durchspielen, so ein Endlosspiel anfangen zumindest. Wie der Name schon sagt, es ist endlos. Wenn wir es durchspielen wollten, dürfte ich nur Kampagnen machen. Aber trotzdem. Und dazu wird es eigentlich auch ganz gut passen, dass ihr dann jeweils zu den entsprechenden Folgen oder so oder vielleicht auch allgemein mal in den Kommentaren eure Meinung dazu reinpackt. Was sagt ihr zu diesem Anno jetzt, zu diesem 1503? Kann ich jetzt auch noch nicht viel zu sagen, ich spiele es jetzt zum ersten Mal, aber ich werde meine Meinung dazu definitiv noch sagen. Und zu den anderen Annos halt, wie die Entwicklung gewesen ist, vermisst ihr irgendwelche Sachen, was wünscht ihr euch dazu? Könnt ihr alles bitte gerne mal in die Kommentare schreiben, können wir gerne mal drüber schnacken, kein Problem. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich hier weiter brauche. Ich glaube, hier oben und baue die Jagdhütte dann woanders hin. Und ich glaube, wir müssen gleich mal mit einem weiteren Markthaus erweitern. Und ich glaube, hier unten sollten wir auch mal so einen Marktstand hinbauen. Oder mehrere. Weil ansonsten werden die Leute hier unten gleich ziemliche Probleme kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Fragt mich nicht, warum ich jetzt gerade so ein bisschen Hamburger. Ich weiß es selbst nicht. So, die habe ich jetzt mal einfach dahingestellt. Die Jagdhütte, die hat treue Dienste geleistet. Die bauen wir jetzt woanders hin. Und tschüss. So, dann hätte ich gerne noch einen Markt. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den hin... Ja, dieses invertierte Mausrad. Das macht mich wahnsinnig. Ich werde mal... So weit wollte ich nicht reinzoomen. Ich werde mal hier erstmal die Straße ein bisschen verlängern. Hallo, Straße. 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 Ich kann die Straße nicht bauen. Was ist los hier? Ich kann die Straße nicht bauen. Warum geht das nicht? Ach, weil das aus dem Bauradius schon raus ist. Ah, okay. Macht Sinn. Das heißt, ich kann bis hierhin das Teil bauen. Dann brauchen wir das. Und jetzt können wir auch weiterbauen. Ja. Ich baue mal hier so schon mal ein, zwei von denen hin. Und ich glaube, der alte Trick könnte hier sogar noch funktionieren. Weil theoretisch könnte ich das jetzt abreißen und die beiden Radien von dem Kontor und von dem und auch von dem, also von dem jetzt gerade gebauten hier Markthaus und dem, was schon hier unten ist, würden sich dann so überschneiden, dass ich das hier wirklich rauslöschen kann. Das ging zumindest früher immer. Ich lasse es jetzt erstmal da stehen. Aber theoretisch könnte ich es wegpacken, wahrscheinlich. Muss halt nur aufpassen, dass ich dann nicht irgendwelche Gebäude im dann nicht mehr eher abgedeckten Bereich stehen habe, weil ansonsten gibt es Probleme. So, bis da kann ich die Straße bauen. Dann kommt da oben jetzt unsere neue Jagdhütte hin. Stellen wir jetzt hier so richtig schön irgendwo mitten in den Wald am besten. Auch wenn der Wald sowieso um das Teil rum abgerissen wird. Aber egal, wir bauen gleich zwei, weil wir haben jetzt ja eine größere Bevölkerung und werden wahrscheinlich ein bisschen mehr von dem Leder brauchen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo kann man denn überhaupt in die Jagdhütte reingehen? Jagdhütte, nicht Wald. Ich wollte Jagdhütte. Da. Ach, von allen vier Seiten. Na gut, das macht's einfach. Dann machen wir da so eine Straße dran und dann war's das. Dann können die beiden machen, was sie wollen. Die müssen wir auch nicht... Nö, die müssen wir nicht effizienter machen. Die kommen klar. So. Dann haben wir das erstmal. Da unten, die lasse ich jetzt erstmal stehen, die Holzfäller, weil ich ja eigentlich vorhabe, hier in das Gebirge, wenn das sich lohnen sollte, ein bisschen Industrie reinzubauen. Das wäre also ziemlich... Warum steht der da? Das wäre also ziemlich dämlich, wenn ich da jetzt alles zubaue. Der sollte doch hier hinlaufen. Befehlt und wir gehorchen. Ja, jetzt läuft er. Hoffentlich. Dämlicher Scout. So. Wie sieht's bilanzmäßig aus? 128 im Minus, trotz unserer Neubauten. Das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Was? Du warst nur das Markthaus. Ja. Dann würde ich jetzt gerne noch ein paar Häuser dazustellen. Ich hoffe mal, das passt. Ja, das passt. Da brauche ich eine Straße. Einfach der Symmetrie wegen. Da kann ich noch so einen Stich zwischen machen, auch wenn wir den anscheinend eigentlich nicht brauchen. Aber egal, er ist jetzt da. Ah, das funktioniert schon mal nicht, okay. Ich dachte, ich könnte hier wie in den anderen Annos, in den neueren, einfach jetzt
Häuser entlangziehen und dann gleich mehrere bauen, aber das funktioniert nicht wirklich. So, bauen wir mal neu. Ich sollte auch zwischendurch mal speichern, das werde ich jetzt gleich mal machen, weil sonst befürchte ich, dass mir irgendwann das Spiel wieder abschmiert und dann ist alles weg. Da habe ich keine Lust drauf. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, wenn ich noch wüsste, wo. Da. Speichern. Last Game. Ich nenne es jetzt einfach mal LP. Ich bin da einfach ganz kreativ und nenne es LP. Oder LP-Welt. So. Und das ist Speichern? Nein, das ist Spielstand löschen. Okay, Enter. Spielstand speichern. Spielstand gespeichert. Vielen Dank. So. Was auch immer Last Game ist. Ich denke mal, es ist ein Autosave, aber ich bin mir nicht sicher. So, das müsste zusammenpassen. Ich hoffe mal, ich habe mich jetzt nicht wieder um einen verbaut. So ein klassisches Anno-Problem, immer um einen verrückt. Ich gucke jetzt mal. Ich wette, ich habe mich um einen verbaut. Ja, ich wusste es. Seht ihr, ich kann hier den Feldweg dran bauen und hier wird er eine Kurve machen. Das heißt, ich habe mich genau um einen verbaut. Es war so klar. Das hätte ich vorher wissen müssen. Und ja, es stört meine Symmetrie. Ich muss das jetzt mal eben korrigieren. Gibt es jetzt wieder wirklich wahrscheinlich 10.000 Leute, die, wenn sie das sehen, die alle sagen würden, du bist bescheuert, lass das doch einfach stehen. Aber nein, das geht nicht. Das ist genauso schlimm wie in Minecraft. Das kann man nicht so stehen lassen. Das stört das Auge. So. Ich sag ja, es ist ein bisschen tricky zu bauen hier, Mann. Ich meine, jetzt habe ich wieder das ganze Holz für den Quatsch verbraucht. Das ist natürlich super. Ah, unser Scout ist da oben, während wir auf neues Holz warten, dass ich den mal hier antrage. Ja, mein König. Halt die Klappe und lauf. Du hast vorhin auch ja, mein König, gesagt, du bist stehen geblieben. Also Schnauze. Erzvorkommen. Sehr schön. Lauf mal noch nach hier vorne. Findest du da noch was? Was ist da oben drauf? Ist das ein Baum dahinter? Ja, ich glaube, das ist ein Baum, der dahinter steht. So. Und hier unten unsere Gebirgskette. Die hätte ich gerne als nächstes. Auf dem Weg, mein König! Will ich dir auch raten. So. Ja, die Folge ist übrigens schon wieder längst zu Ende. Also, Moment. Dann machen wir mal das. So, was haben wir in dieser Folge gemacht? Effektiv eigentlich nur die Bevölkerung erweitert, ein Wirtshaus und eine Kapelle gebaut und, sonst noch nicht wirklich viel. Es wird auch wahrscheinlich in diesem Tempo vermutlich weitergehen, denn wie gesagt, ohne irgendeine Erfahrung mit dem Spiel werde ich garantiert noch 10.000 Fehler machen, die ich dann irgendwann korrigieren muss, was natürlich zurückschmeißt. Und außerdem bin ich nicht wirklich in Eile, also ich habe nicht wirklich vor, hier durchzurushen. Das heißt, ich werde hier Stück für Stück alles, was ich so brauche, ausprobieren, mal gucken, wie weit ich komme. Und vielleicht sollte es irgendwann eine Staffel 2 hiervon geben, habe ich dann so ein bisschen einen Plan, wie ich was bauen muss und was ich besser lassen sollte. Und dann wird es wahrscheinlich auch besser und schneller und effizienter gehen. Aber jetzt erstmal wird es in diesem Tempo bleiben. Das heißt, ich werde jetzt hier in der nächsten Folge da weitermachen, wo ich jetzt aufgehört habe, nämlich einfach ein bisschen weiter ausbauen, gucken, was wir alles an neuen Gebäuden kriegen und so weiter und so weiter. Und dann werden wir auch vielleicht irgendwann, wenn die Insel hier mal im Plus ist und stabil ist, auch mal andere Inseln besiedeln. Aber erstmal bleiben wir auf der hier, die ist ja auch ziemlich groß. Und naja, ich quatsch schon wieder zu viel. Ich mache hier jetzt erstmal wieder einen winzig kleinen Cut. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.